Gut, herzlich willkommen zum Video-Schwimmtraining auf dem Balkon bei mir zu Hause. Aus gegebenem Anlass, ihr kennt es alle, der Virus, der uns gefesselt haltet, macht kreativ. Und so habe ich mal ein Schwimmprogramm erstellt, das eigentlich für jedermann gut umsetzbar ist. Ob du jetzt schon ein Profischwimmer bist oder auch noch nicht so viel geschwommen hast, geht etwa 10-15 Minuten. Und ja, ich denke, wir fangen gleich mal an. Ich starte mal meine Uhr, die läuft schon. Also wir starten mit dem Aufwärmen der Schulter. Schau, dass du schön über den ganzen Range arbeitest. Arme gestreckt. Mal etwa 30 Sekunden. Schön über die ganze Amplitude arbeiten. Gut, locker und dann haben wir schon oft in Camps geübt. Einer Arm nach hinten, der andere nach vorne. 10 Sekunden. Und andere Richtung. Und normale Richtungswechsel. Und nochmal. Und gut. Dann nächste Übung. Fußgelenksmobilisation. Ich setze mich mal hin. Zehen da unten. Und da geht es mal ein wenig drum, halt das Fußgelenk auch ein wenig zu mobilisieren. Der Grund ist der beim Schwimmen, wenn du hier blockiertes Fußgelenk hast, dann kommst du nicht vorwärts. Du kannst gleichzeitig auch noch deine Arme ein wenig mobilisieren, die Schulter, dass du schön aufgewärmt bist. Und da mal ein wenig Druck auf die Zehen geben. Oder auch noch ein wenig öffnen. Einfach, dass das da ein wenig Druck gibt. Am besten machst du es auch ohne Schuhe und dann umsetzen, dass du die Zehen schön auf den kannst, am besten, wie gesagt, ohne Schuhe. Ich ziehe sie rasch aus. So. Dann Gegendruck geben. Da ein wenig an dem Fußgelenk arbeiten. Und dazu ein wenig noch Schulter aufdehnen, mobilisieren. Gut, nochmal drehen Druck. Gut, hier würde ich sicher dann auch noch, wenn du Yoga machst oder sonst Athletik, noch ein wenig mehr an den Fußgelenken arbeiten. Nächste Übung, Schulter ein wenig aufdehnen, mobilisieren. Du kennst es schon. Aus verschiedenen Übungen, Yoga. Ich gehe hier ins Plank, dann auf den Ellbogen und dann Turbodog auf den der Schulter. Komm zurück. Turbodog. Zurück. Noch einmal. Turbodog. Zurück. Und wenn ich gleich in der Position bin, ausdrehen, öffnen. 1, 2, 3. Wechsel. Gut. Wirklich so, dass ich ein wenig meine Schulter für das Schwimmseiltraining vorbereite. Gut, dann nächste Übung, die Außenrotatoren ein wenig stärken, weil ich dann mit dem Schwimmseil arbeite, dass ich hier viel arbeite, dass ich auch die Außenrotatoren etwas auftrainiere. Das mache ich am besten auch so, das eine Seil kommt auf den Boden und da kann ich hier schön arbeiten, je nachdem,
wie streng es ist, oder du kannst mit beiden, ich denke, ich kann jetzt da mit beiden, kann ich nach außen arbeiten, halte ich das mal 30 Sekunden. Genau, je nachdem wie weiter weg du stehst, desto mehr intensiver wird es. Gut, Wechsel. Andere Seite. War doch etwas stark für mich. Ich mache es mal so. Dann wieder 30 Sekunden. Schön nach außen arbeiten. Wichtig ist, Ellbogen an der Seite fixiert. Gut, nochmal Wechsel. Nochmal nach außen arbeiten, wieder 30 Sekunden. Fünf. Gut, und Wechsel. Und 5, 4 und gut. Okay. So, dann geht es weiter. Spiegelschwimmen machen wir auch selten. Ich mache aber noch ein anderes Video für Spiegelschwimmen, aber mal einfach zum Umsetzen. Nimmst du am besten eine Uhr und dann machst du mal eine Minute. Eine Minute Spiegelschwimmen, eine sehr wichtige Übung. Nicht ganz einfach zum Umsetzen. Schau auch noch das Video Spiegelschwimmen. Das ist etwas genauer erklärt. Also wir starten. Anstellen, Zug, schöner Rhythmus. Nicht zu schnell. Probier jetzt den Rhythmus zu halten. Wichtig, immer Ellbogen führt eigentlich die ganze Bewegung. Anstrengende Sache. Und Pause. Das war das. Dann noch ein wenig Handstand. Übung. Gibt es auch ein separates Video dazu. Ich mache das jetzt hier ganz einfach, ohne groß Infos. Also Handstand kannst du so raufgehen und dann zurücklaufen oder halt, wenn du schon geübt bist, wie du das kennst, halt Handstand hoch, Schulter rausdrücken, dann die Balance suchen und halten oder wieder hoch. Einfach ein wenig das Feeling aufbauen. Und umsetzen. Gut, jetzt haben wir schon fast 10 Minuten aufgewärmt mit all dem. Und jetzt beginnen wir eigentlich mit dem eigentlichen Schwimmseilprogramm. Schau auch das Video dazu, Umgang mit dem Schwimmseil, habe ich noch ein paar Sachen erklärt. Ich nehme da meine Uhr dazu. Und dann geht es ums Umsetzen. Okay, mach dich bereit. Seil richtig die Hand nehmen und dann in 5 Sekunden starten wir.
Wechsel links, rechts, Anstellphase. Hup, zack, Anstellphase. Schön hier arbeiten. Schau, dass du die Schulter wegbringst von den Ohren. Also nicht so, sondern ein wenig Schulter gesetzt, aber gleich hol das Wasser, holen, anstellen. Holen, anstellen. Holen, anstellen. Eine Minute. Üben, spüren. Stell dir vor, dass du das Wasser catcht hier. Pap, pop, Zug, Zug. Für den links, rechts in Abwechslung. Noch 10. Und Pause. Sehr gut. 30 Sekunden Pause. Wenig Arm durchschütteln. Dann kommt die nächste Session. Machen wir Ausstoßphase. Auch nicht ganz einfach im Wasser umzusetzen. Genau da holst du dir eigentlich den Speed hier. Hä? Also wir starten in 30 Sekunden. Ich stehe etwas näher. Ellbogen an der Schulter, Ellbogen am Körper und dann hier. Schön ausstoßen, spüren. Mein Trizeps schmerzt schon, weil ich geübt habe für das Video. Ach, ich muss aufpassen, dass ich nicht den Krampf bekomme. Also morgen werde ich sicher schon Muskelkater haben. Eine Minute lang. Hier ist etwas näher zum Rand stehen, zum Seilanfang. Gut, noch 15 Sekunden. Fünf. Und Pause. Gut. 30 Sekunden. Arme durchschütteln. Im Seil bereit machen. Und jetzt machen wir den vollen Zug im Wechsel links, rechts. Zack, zack. Schön sauber arbeiten. Halbzeit. Immer ein wenig kontrollieren, wenn du die Möglichkeit hast. Im Spiegel. Und Pause. Gut, das war's. Circa, bin jetzt auf meine Uhr, ist jetzt auf 14 Minuten. Gutes Programm, kannst du die Pausen etwas länger machen zwischen den Schwimmseilen. Und dann kannst du nochmal von vorne beginnen, aber hast du gut aufgewärmte Schulter. Und so kannst du arbeiten. Du kannst natürlich auch sehr gut in Kombination. Bevor du laufen gehst, machst du das Programm, hast du etwas für oben gemacht und bevor du aufs Rad gehst, sind deine Schulter auch schon etwas aktiviert. Wenn du dann in Aero-Position oder so unterwegs bist, in der nächsten Zeit vielleicht mehr auf der Rolle. Ja, das mal ein kurzes, improvisiertes Programm für dich zu Hause, auf dem Balkon, Indoor, Outdoor, wo auch immer, umsetzen. Viel Spaß!